So. So, Herr Marquardt, sind Sie bereit für die Operation? Ja, alles bereit, Herr Doktor. Sie brauchen keine Angst zu haben. Es ist ja nur ein klitzekleiner Eingriff. Klitzeklein. Eine Frage noch. Hätten Sie was dagegen, dass während ich Sie operiere, eine Medizinstudentin ein bisschen zusieht? Nein, das ist in Ordnung, Herr Doktor. Danke. Sie ist Medizinstudentin? Ja, streng genommen nicht, aber sie steht in einer gewissen Beziehung zum medizinischen Berufsfeld. Was soll das heißen, gewisse Beziehung? Sie ist meine Mutter. Sie sieht mir gern ein bisschen bei der Arbeit zu. Ja, das macht Ihnen doch nichts aus, oder? Nein, das ist ja schließlich die Mutter eines Arztes, nicht? Danke Ihnen für diese klare Antwort. So, dann wollen wir mal... Rüdiger! Ja, Mamilein? Lass mich mal deine Hände ansehen. Hast du sie abgeschrubbt? Ja, Mamilein. Schau mir in die Augen und sag mir, dass du sie abgeschrubbt hast. Ich habe sie abgeschrubbt. Du, wenn du mich anschwindest, Rüdiger. Hey, was soll denn das? Keine Sorge. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ich mache Ihnen gleich den goldenen Schnitt. So, Mamilein, ich schwindle dich doch nicht an, Mamilein. Das will ich auch hoffen. So. Rüdiger! Was ist denn das? Was? Komm mir nicht mit diesem was! Das! Das ist ein Skalpell, also ein Messer. Ein Messer! Und was haben wir da gelernt? Messer, Schere, Gabel, Licht taugt für kleine Kinder nicht. Und was passiert mit kleinen Jungen, wenn sie trotzdem mit dem Messer spielen? Wenn sie sich mit dem Messer ritzen, dann können sie Richtung Himmel flitzen. Mamilein, ich will nicht. Was soll denn das verflucht nochmal? Der flucht nicht! Oh, die hat hier mit dem scharfen Handschuh. Nee, ich mach's Ihnen wieder gerade. Hier, so, oh. Da, so. Mamilein, ich brauche es doch in Ausübung. Also ich verschwinde hier. Herr Marquardt. Nee, ich hau ab. Herr Marquardt. Georg, du gehst sofort zurück auf diesen Operationstisch. Auf der Stelle, sofort und ohne Widerspruch. Ja, aber Mamilein. Sofort auf der Stelle. Ja, verflucht noch mal. Verflucht wird hier nicht. Tut mir leid. Ach, ich bitte Sie, so sind Kinder nun mal. Aber Mamilein. Aua. Aua.